Ja, und zum herzlich willkommen zu Scania Truck Driving Simulator The Game, einem weiteren Spiel von SCS Software, in dem es wieder darum geht, eigentlich den Führerschein zu machen, ein paar Wettbewerbe zu gewinnen und auch gefährliche Strecken zu fahren, aber auch in der freien Fahrt schon Aufträge zu erledigen. Es geht schon ein bisschen weiter in Richtung Euro Truck Simulator und wir fangen doch einfach gleich mal an mit dem Führerschein. Ich muss kurz mal was ausprobieren, von daher habe ich da schon mal die erste Aufgabe angefangen, zum Schauen, ob alles mit dem Lenkrad funktioniert. Natürlich spiele ich das wieder mit dem Lenkrad, dem Fanatec CSL Steering Wheel. Und ja, los geht's. Die erste Hürde auf deinem Weg zum LKW-Führerschein ist der Bremstest. Eine einfache Aufgabe, die von dir jedoch ein genaues Bewusstsein deines Bremsweges erfordert. Sei stets vorsichtig und stelle sicher, dass du keine der Pylonen umstößt, die den Parkbereich begrenzen. Platziere den Sattelzug vorsichtig innerhalb des vorgesehenen Bereiches. Du wirst merken, dass du die richtige Stelle erreicht hast, wenn die Markierung auf grün wechselt. So schwierig sein. Perfekt. 1 Minute 15. Das ist 1 Minute 15. Nee. So, nee, da. 10 Sekunden 80. So. Und weiter zur nächsten Aufgabe. Geradliniges Rückwärtsfahren. Die zweite Aufgabe ist nur ein wenig schwieriger. Du musst ein Stück rückwärts fahren, gewöhne dich daran, deinen Rückspiegel zu benutzen. Es werden dir in vielen Situationen unabkömmliche Helfer sein, auf die du dich immer verlassen kannst. Fahr mit dem Auflieger rückwärts in das mit Pylonen markierte Gebiet. Okay, da ist schon was falsch eingestellt. Beim Lenkrad mit dem Rückwärtsgang. Sorry dafür. Wo haben wir's? Ich fahre das Ganze in der Automatik, da ich das besser finde. Zumindest jetzt bei solchen Aufgaben. Aber auch das sollte ja kein Problem sein. Denn schließlich fahre ich ja schon länger ein bisschen solche LKW-Simulatoren. 17 Sekunden. Nice. Weiter geht's. Versetzt das Rückwärtsfahren rechts. Zeit, den Rückspiegel richtig zu nutzen. Pass auf, diese Aufgabe wird dir zeigen, dass es im Vergleich zum bloßen Autofahren eine komplett andere Denkweise braucht, um einen Sattelzug zu manövrieren. Diese Aufgabe zu meistern ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum richtigen LKW-Fahrer. Fahre den LKW zunächst auf das Feld vor dir, bis es grün ist, und dann rückwärts nach rechts. Claro! So, dann rückwärts. Ist natürlich ein bisschen doof, weil ich ziemlich weit vom Schreibtisch weg sitze. Das Lenkrad viel Platz wegnimmt. Aber sobald man hier dann das Ganze sieht, ist das eigentlich kein großes Problem mehr. Perfekt. 41 Sekunden, 500 Punkte.
Außenansicht nicht verwendet. Das gibt eben Zusatzpunkte. Und das Gute ist, bei diesem Spiel hier gibt es wenigstens keine Sternbewertung. Bis jetzt. Vielleicht kommt das ja noch. Ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher. Das ist einfach das Gleiche. Aber einmal links. Von daher müssen wir uns da die Sequenz gar nicht anschauen. Und links sollte eigentlich einfacher sein. Da man hier ja aus dem Fenster schauen kann. Bisschen weiter nach rechts. Kurbel, Kurbel. Perfekt. Fast gleich lange. 42 Sekunden. Weiter geht's. Übung einer Laderampenanfahrt. Das Verhalten des Aufliegers beim Lenken sollte dir nicht mehr fremd sein. Streng die Nervenbahnen in deinem Gehirn noch etwas mehr an und verbessere deine Kontrolle über den Sattelzug beim Navigieren an eine imaginäre Laderampe. Also eigentlich rechts, rückwärts. Das sollte hoffentlich kein Problem darstellen. Denn rechts ist ja meistens immer noch einfacher als Blindside. Wo man über den Seitenspiegel gehen muss. Knappes Ding, aber das sollte gerade gut gehen. Und 90 Grad ist sowieso eigentlich nicht so herausfordernd. 24 Sekunden. Ich hoffe, ich stöße nicht immer ans Mikrofon. Längs parken Fahrerseite. Den Sattelzug in eine enge Parklücke zwischen anderen LKW einzuparken ist eine alltägliche Herausforderung, der du dich als LKW-Fahrer stellen musst. Meistere das Kunststück jetzt, wo es noch sicher ist und du nur gegen Pylonen stoßen kannst. Rückwärts seitlich in die Parklücke. Ich muss ja sagen, seitlich einparken tue ich beim Auto eigentlich schon nicht so gerne, also jetzt in Real Life. Das doch manchmal ein bisschen tricky ist. Mit dem Abstand zum Bordstein. Und die Reifen nicht zu verkratzen. Aber es sollte trotzdem eigentlich kein Problem darstellen. Okay, da vorne sind die schon vorbei. Jetzt kurz ein Stück nach vorne. Ja. Nicht gerade, aber wenn das Spiel das als gut empfindet, sage ich da nicht nein. Längsparken herkömmlich. Eine weitere Übungsstunde zum Längsparken. Diesmal liegt die Herausforderung darin, dass die Parklücke auf der Beifahrerseite liegt. Stelle sicher, dass du deinen Rückspiegel benutzt. Es wäre auch nützlich, wenn du die Länge deines Aufliegers richtig einschätzen kannst. Alright. Da fehlt mir jetzt schon das Heranzoomen wie beim Euro Truck Simulator 2. Oder ich hätte meine Brille vielleicht anziehen sollen. Obwohl das eigentlich ja nicht so eine weite Distanz ist. Yeah. Punktabzug. Man muss da schon ein bisschen okay. Wir schaffen das schon noch. Keine Angst. Jetzt stark einlenken.
damit wir da den LKW reinbekommen. Wie gesagt, Blindside ist schon ein bisschen trickier. Shit, sorry. Da bin ich ans Mikro gekommen. Okay. Hatten doch ein bisschen mehr Platz als gedacht auf der Rückseite. Aber gut 50 Sekunden, damit kann man leben. Rechts abbiegen. Diese Aufgabe stellt eine tolle Möglichkeit dar, das Verhalten des Aufliegers beim Einfahren in eine enge Kurve auszuprobieren. Behalte stets im Hinterkopf, dass der Auflieger mehr Platz braucht als die Zugmaschine alleine, um durch eine Abbiegung zu kommen. Fahre mit genügend Platz auf deiner rechten Seite in die Kurve hinein. Nichts leichter als das. Vor allem enge Kurve, das ist ja gar nichts hier. Aber ich glaube, das Spiel wird ja noch schwieriger. Vor allem bei diesen schwierigen Strecken. 20 Sekunden, 500 Punkte. S-Kurve rückwärts. Die folgende Herausforderung erfordert die Fähigkeiten eines echten LKW-Fahrers. Du musst dann durch die pylonenabgrenzenden Weg rückwärts bis zur gekennzeichneten Stelle fahren. Hier ist absolute Kontrolle über den Auflieger verlangt. Dein Führerschein ist in Reichweite. Lass dich nicht entmutigen. Alright. Nicht zu stark und zu früh. Jetzt hat man das Problem, dass man die Kegel auf der anderen Seite gar nicht sieht. Okay, wow. Ich parke da irgendwie parallel ein. Das ist ja viel zu heftig eingelenkt. Gerade kommen lassen. Perfekt. 500 Punkte wieder. Sehr gut. Ankoppeln eines Aufliegers. Die Fähigkeit, einen Auflieger schnell und sicher anzukoppeln, ist ein grundlegender Teil im Leben eines LKW-Fahrers. Trainiere jetzt ausgiebig und du wirst in Situationen des wahren Lebens davon profitieren, diese Fähigkeit zu beherrschen. Im wahren Leben, ja, ob ich das im wahren Leben brauchen wird, kann ich jetzt nicht sagen. Obwohl es eigentlich schon ein Kindheitstraum war, LKW-Fahrer zu werden. Aber das habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, dass das doch ein bisschen Wunschdenken ist. Weil es doch ziemlich schnell mal anstrengend sein wird. Und das sein kann. Von daher vielleicht später irgendwann mal. Aber jetzt gerade nicht. Die nächste Aufgabe gibt es hier gar nicht. Aufgabenliste. Ah, deshalb, weil wir schon alles geschafft haben. Nice. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei der ersten Folge von Scania Truck Driving Simulator The Game. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal und sichere Fahrt. Tschüss.